Der Winter hat jetzt gerade begonnen, aber die Arbeit hört nicht auf. Wir haben jetzt einiges an Beeren noch umzupflanzen. Meine Eltern haben bei sich Beeren stehen, noch von den Vorbesitzern. Wir haben die jetzt 2 Jahre beobachtet. Die haben wirklich nichts getragen, keine Beeren, gar nichts. Da haben sogar meine Johannisbeeren fast mehr getragen, die ich dieses Jahr gepflanzt habe. Und da waren auch nur ein paar Stück dran, dass man gerade so Misha was zum Probieren geben konnte. Und die sind deutlich älter, die da sind. Die stehen aber auch sehr im Schatten, sehr verdeckt. Es ist kein guter Platz für die Beeren. Darum wollen wir sie jetzt noch dieses Jahr, wo der Winter gerade angefangen hat, das heißt allerletzte Zeit, die umzupflanzen, wollen wir sie noch schnell umpflanzen, damit wir nächstes Jahr hoffentlich ein paar Beeren davon auch bekommen können. Wir haben hier jetzt schon einige Johannisbeeren gepflanzt. Darunter sind rote, weiße, schwarze und auch wilde Johannisbeeren. Hier sind schon einige gepflanzt, jeweils in 1 Meter Abstand. Ne, von hier hinten an, zack, zack, zack. Also wirklich, einige sind gepflanzt. Und das wird nicht alles sein. Wir haben nämlich hier noch die ganze Reihe zu machen. Das sind jetzt ca. 14 Stück, die wir hier gepflanzt haben. Und die ganze Reihe wird noch voll. Meine Eltern haben da auch einiges noch stehen. Und wie gesagt, die haben alle zusammen wirklich nichts getragen. Nichts der Rede wert. Hier vorne sieht man auch, dass wir Löcher haben. Gegraben haben. Hier schön im großen Abstand, die hier. Denn hier haben wir vor, noch was zu pflanzen, was ich jetzt noch nicht verrate. Aber es sind Bäume. Besondere Bäume haben wir noch nie gehabt. Aber das wird in den nächsten Videos dann gezeigt. Wir warten nämlich immer noch auf die Bäume. Sind immer noch nicht da, aber sie dürften jetzt für uns in ein paar Tagen ankommen. Naja, dann wollen wir mal helfen und nicht nur zugucken beim Arbeiten. Viele hatten ja auch nach den Hunden gefragt. Hier vorne ist Kukla, hier ist Kira und hier hinten ist die Laika. Die beiden freuen sich immer, wenn wir zusammenarbeiten, denn da sind die beiden ja auch zusammen. Und dann spielen die immer zusammen. Laufen rum, kämpfen spielerisch und haben hier einen Spaß zusammen. Die wachsen auch sehr gut. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige gesehen, wie die Hunde aussahen, als wir sie bekommen haben. Das sind ja jetzt auch schon ein paar Monate alt. Die wachsen schön und freuen sich. Kukla, die Arme, ist schon ein bisschen älter. Sie kann nicht mehr so schnell laufen, hat auch kürzere Beine. Aber trotzdem freut sich natürlich auch, wenn sie hier ist. Kira! Kira, komm her! Kira! Komm her, Kira, komm! Und da kommen sie. Kira! Komm her! Na komm, 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 komm! Kira, komm! Jetzt hat sie ein bisschen länger gebraucht, um zu hören. Ja, sind dabei, denen das alles beizubringen. Wo wir ein bisschen Schwierigkeiten haben mit ihnen ist, Kira, komm, na komm! Dass sie natürlich Jagdhunde sind. Kira, komm, komm, komm! Ei, schöne Kira, da! Ei, schöne Kira! Da! Schön gewachsen ist sie auch schon. Hat ein schönes Fell bekommen, schön dick. Ei, Kira, schön, ja. Sie haben ja ihren starken Jagdinstinkt, den sie natürlich auch ausleben wollen, aber eben nicht dürfen, weil wir gehen nicht auf die Jagd. Und es mussten tatsächlich schon ein, zwei Nachbarshühner dran glauben, weil sie jagen gegangen sind. Und das geht natürlich nicht. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Schwierigkeiten, denen das wirklich abzugewöhnen. Wir müssen denen auch beibringen, dass sie wirklich, ohne nachzudenken, auf uns hören. Jetzt hat man ja gesehen, Kira hat zum Beispiel überlegt gehabt, kommt sie oder nicht. Sie hat ja gerade was anderes vorgehabt. Sie hat sich entschieden zu kommen. Sie entscheidet sich auch eigentlich immer zu kommen. Aber ich denke mal, wenn sie einen Huhn sieht oder ein Reh oder irgendwas, dem sie nachjagen will, dann wird sie nicht mehr wird sie ihren Willen nicht mehr unter Meinen stellen, sondern wahrscheinlich nachjagen. Und das wäre natürlich schade. Deswegen, da müssen wir noch gucken, dass wir sie im Winter noch weiter erziehen, dass sie wirklich uns blind folgen und auch ihren Jagdinstinkt loswerden. Oder was heißt loswerden, aber zumindest unter uns zu stellen. Dass sie ihren Jagdinstinkt unter unserer Aufsicht und nur in dem Maße, wie wir es zulassen, sag ich mal, ausleben. Hören auch eigentlich schon ganz gut.
mache einen Sitz, gebe Pfote, Platz bringe ich meiner gerade noch bei. Und sie hören natürlich auch, dass sie kommen sollen. Dass sie Platz macht, bringe ich ihr gerade noch bei. Mischa wollte so gerne mitfahren. Kann er natürlich. Hier vorne stehen zum Beispiel welche. Sieht man hier vorne. Das sind Wilde. Hier sind noch welche da, da, da. Und die sind natürlich alle. Jetzt gerade sieht es schön frei aus mit der Sonne, aber hier ist ein großer Baum, wo das Blätterwerk drüber geht, da hinten auch. Und die haben gar keine Sonne, die sind komplett im Schatten. Das ist kein guter Standort. Als es vielleicht alles gepflanzt wurde und die Bäume noch kleiner waren, war das vielleicht noch in Ordnung. Aber jetzt ist der Standort nicht mehr in Ordnung. Deswegen pflanzen wir sie alle um. Und wir haben noch hier ganz hinten welche am Zaun entlang. Und bei diesen Obstbäumen haben wir alle schön geschnitten. Und gucken jetzt, wie sie tragen werden. Dieses Jahr konnten wir es leider nicht sehen. Und letztes Jahr waren wohl die Vorbesitzer, als sie hier waren, einmal geguckt haben, wie es jetzt hier aussieht. Und uns besucht haben, waren die sehr verwundert, dass sie letztes Jahr nicht getragen haben. Und dieses Jahr ist ja alles abgefroren. Das heißt, wir werden jetzt die nächsten Jahre dann mal gucken, wie die wachsen und wie viel die tragen. Wenn die gut tragen, lassen wir sie. Wenn sie schlecht tragen, müssen wir sie natürlich austauschen. Und jetzt sind wir hier beim mittleren Haus. Das ist das Haus, wo Lisa und ich leben. Das hier ist das Haus, wo meine Eltern leben. Und das ist das mittlere Haus. Das hatten wir auch gekauft gehabt, oder meine Eltern. Und hier stehen auch ein paar unserer Bienen. Die werden wir für den kalten Winter dann in das Gebäude hinten reinstellen. Das ist quasi die Sommerküche von diesem Grundstück. Oder ja, die Sommerküche. Und man sieht, die Bienen waren jetzt tagelang schon ein bisschen in die Traube gegangen. Jetzt sind sie wieder ein bisschen aktiv. Es ist jetzt wärmer wieder ein bisschen geworden. Können sie noch mal ein bisschen rausfliegen. Und dann so im Dezember circa stellen wir sie rein. Und hier haben wir dann im mittleren Haus noch weitere Johannisbeeren, die ja auch nicht ganz günstig gepflanzt sind. Die werden von den Weintrauben hier erdrückt. Auch hier. Und jetzt kommen die auch runter schön aufs Feld. Und können auch da schön gedeihen. Und die ganzen Weintrauben, die hier sind, auch hinten am Zaun sind ganz viele Weintrauben. Hier an diesem Gerüst, hier haben sie ein paar Weintrauben gesetzt. Die werden wir alle schön hier auch alles ordentlich machen nächstes Jahr. Und werden vielleicht dann hier sogar noch so ein Gerüst bauen mit Überdachung, wo dann die Weintrauben schön runterhängen können. Und dann werden wir mehr Weintrauben haben, als wir essen können. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es erstmal um die Johannisbeeren. Wollen wir dich mit einpflanzen? Jetzt sind wir fertig. 29 Pflanzen. Jeweils in einem Meter Abstand haben wir sie gesetzt, auch gleich gegossen. Die Erde ist hier super, wir haben da jetzt keinen Dünger reingemacht, die Erde ist hier wirklich pechschwarz.
Deswegen können wir einfach reinsetzen. Da wird gerade die letzte Pflanze zugegraben noch. Und dann sind wir fertig. 29 Johannisbeerenpflanzen sind das jetzt. Und bei mir haben wir ja auch noch 12 Stück gepflanzt gehabt. Mal gucken, wie viele davon nächstes Jahr leben. Ob alle leben, ob manche gestorben sind. Ich habe nicht ganz regelmäßig gegossen. Manche sind ein bisschen trockener geworden. Aber ich denke, aus der Wurzel dürfte was kommen. Nächstes Jahr weiß ich. War ja für mich jetzt auch das erste Mal, wie viel man eigentlich doch gießen muss. So eine Sträucher, dass sie nicht eingehen. Und auch wie lange. Ich dachte, es reicht ein paar Monate. Und ansonsten sind wir schon sehr gespannt, wie die Ernte von diesen Bäumen aussehen wird. Die wir dann in den nächsten Videos euch zeigen werden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.